Guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Digimon Story Cyber Sleuth Stream. Oh Gott, das ist ein langer Titel. Okay, aber herzlich willkommen. Genau, beim letzten Mal haben wir Ogremon. Ach nee, Ogremon haben wir schon länger, aber beim letzten Mal haben wir aufgehört mit Cannon Beamon. Mal kurz gucken, zu was kann Cannon Beamon denn werden? Das kann auf jeden Fall aus vielen Sachen werden. Das sieht ein bisschen aus wie ein Facehugger, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, was du bist. Keine Ahnung. Ach, verdammt. So, was hätten wir denn hier? Wir hätten das. Fähigkeit. Immer mit der Fähigkeit. Das nervt mich ein bisschen. Oh mein Gott, die brauchen alle mindestens Fähigkeit 20. Scheiße. Ah, okay. Kriegen wir hin. Wie viel Fähigkeit hast du denn momentan, liebes Beamon? 10. 10 Fähigkeit. Okay. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann will ich, dass die Digimon relativ weit leveln, bevor ich sie delevele. Wo ist eigentlich? Tokomon ist hier. Ich glaube, mit Tokomon mache ich mal kurz diesen Test. Tokomon hat jetzt 28. Wenn ich Tokomon de-digitiere. Weil ich arbeite ja hier dran. Ich brauche Fähigkeit 80. Wenn ich Tokomon jetzt de-digitiere. Wie viel Fähigkeit hat es dann? Tokomon, du bist mein Guinea Pig. Oh, sehr schön. 34, gut. Pokémon hat jetzt 34. Okay, da fuhr der Krankenwagen vorbei. Wunderbar. Fähigkeit 34. Gut, dann lassen wir jetzt Motimon? Kann sich Motimon aktuell. Ach nee, Motimon will ich hierzu entwickeln. Dann möchte ich das erstmal. Kameradschaft. Wie viel Kameradschaft hat Motimon? Wahrscheinlich 0, genau. Wisst ihr was? Wir nehmen Motimon mal kurz mit. Damit wir alles abgehakt haben, was Motimon machen kann. Da ist Motimon. Motimon kommt mit. Ah, shit. Motimon tausche ich. Okay, Motimon bleibt erstmal so. Vergessen wir Motimon. Aber mir fällt gerade auf, ich kann Gilmon entwickeln. Oder? Gilmon sieht aus, als könnte man Gilmon entwickeln. Ja. Gilmon könnte ich. Das. Ich will das. Das ist ein interessantes. Wir warten noch ein bisschen. Wir warten noch ein bisschen, bis wir. Sangloopmon. Ah, entwickelt sich. Ist schon Champion Level. Ice Devimon ist auch. Geckomon, Sunflowmon. Ne, die sind alle Level. Die sind alle Champions. Sistermon Ciel. Fähigkeit 50. Was wäre eigentlich, wenn ich. Wie viel Fähigkeit hat momentan Sistermon Ciel? 10. Shit. Okay, ich glaube, Sistermon Ciel will ich, glaube ich, erstmal so lassen. Wenn ich raten würde. Beziehungsweise wir arbeiten mal, dass sie hierzu wird. Dass sie zu Lady Devimon wird und dann können wir irgendwann wieder zurückgehen. Ja, so ist es. So finde ich das gut. So, was muss ich machen? Huch, du bist. Ja, bla bla bla. Akihabara. Vermisster in Akihabara. Klingt gerade nichts. Was macht die Digifarm eigentlich? Ermittelt. Gut, die Digifarm ermittelt. Sehr schön. So.
Auf nach Akihabara. Guten Abend, Vivi. Schauen wir mal. Ich experimentiere gerade ein bisschen rum. Gegen Mega-Level habe ich, glaube ich, in absehbarer Zeit keine Chance. So, erstmal nach Akihabara. Ich weiß gar nicht, wen hätte ich denn jetzt aktuell? Nee, ich glaube, das Weiteste, was ich habe, ich habe gerade ein Ultra-Level-Mon. Ach so, das hast du ja gesehen. B-Cannon-Mon. Ja, lernen, was du einsetzt, ist das eine. Warum stehst du so komisch? Aber, ja, wir werden es nachher mal, wir werden einfach mal schauen, wie weit ich komme und dann können wir gerne kämpfen. So, junger Nerd-Tourist. Akihabara, das gelobte Land für Nerds. Endlich bin ich hierher gepilgert. Man muss deswegen so komisch auf der Straße stehen. Gottes Willen. Labil, okay. Ich bin nur ein bescheidener Fan von Mimitan. Ich habe in einem Forum gelesen, dass hier in Akiba ein privates Event stattfindet. Okay. Sachen, dir vermisst in Akihabara was? Verschwundene Leute? Wie? Jemand hat Mimitan entführt? Mimitan ist ins Land Akiba entschwunden? Das ist ja wie in meinem schlimmsten Animus-Albtraum. Du hast nicht nur Charisma, sondern auch eine rege Fantasie. Erschreckend. Wie soll ich denn auf jemanden reagieren, der so Imba-Stats hat? Okay. Ja, Moment. Nee, 4 Tage. Ich glaube, am Donnerstag war der letzte Digimon-Stream. Also du hast keine Woche warten müssen. Aber ja, wir. Da geht's rüber. Moment. Ich kann wahrscheinlich nicht einfach über die Straße laufen. Man muss den braven Weg gehen. Ja, wir werden auch. Ich sag jetzt einfach mal zu, wir werden nachher noch kämpfen am Ende des Streams. Ja, 4 Tage sind lang, das stimmt. Vor allem, wenn man auf etwas warten muss. Das ist ein Tag manchmal schon lang. So, Ladensitzer. So, was hast du denn? Heilung, Heilung, Heilung. Schade. Schade, schade, schade. Und du? Kommst du heim? Ich verspreche auch schnurrigen Service. Hihi. Schnurr, schnurr. Vermisste Akihabara. Schon mal was von den Vermissten hier gehört? Oh, das weiß ich nicht. Verzeih mir. Cool. Dieses Sega-Ding wurde wohl irgendwie geschlossen. In irgendeiner Videospiel-News auf YouTube hatte ich das mal gehört, dass das Ak Medaillenspiel. Nein. Habe ich gehört, dass diese Sega, also das müsste die wahrscheinlich sein, eine Sega Arcade geschlossen wurde. Vor ein paar Wochen oder Monaten so. War da noch irgendwer mit dem Schloss? Du. Oh. Golemon-Medaille. Komischer junger Nerd. Das ist bis jetzt. Ja, wunderbar. Einfach mal zwischendrängeln. Das ist bis jetzt noch das Höflichste, was ich bezüglich der Nerds hier hatte, glaube ich. Oh nein, oh nein. Was denn? Vermisst du wen? Was? Unmöglich. Bist du auf der Spurensuche? Bist du von der Polizei? Nehmen wir mal an, ich bin's. Ach, ein Detektiv. Dann habe ich ein paar Infos für dich. Umsonst drücke ich die aber nicht raus. Ich verscheiße nicht. Du suchst Hilfe. Viel will ich dafür nicht. Auf gar keinen Fall Geld oder so etwas. Ganz ehrlich gesagt, bin ich verliebt. Ganz doll verliebt. Es war für uns beide Liebe auf den ersten Blick. Aber jetzt, pass auf. Ich erzähle dir was über sie. Sie ist schüchtern. Vielleicht zum ersten Mal verliebt. Sie ist
völlig unbedarft. Ich habe versucht, mit ihr zu reden, aber mir fehlen einfach die Worte. Na, wie gut, dass nur sie unbedarft ist. Da kommst du ins Spiel. Ich möchte, dass du sie um etwas bittest. Ich möchte wissen, wie ich sie erreichen kann. Name, Adresse und Digilein denn. Helfe ich dir jetzt, sie zu stalken, oder was ist der Plan? Könntest du das für mich tun? Wir sind doch Freunde, oder? Stimmt, sogar allerbeste Freunde. Nein, sind wir nicht. Wir haben uns gerade auf der Straße getroffen. Nein, wirklich? Tust es? Du wirst es wirklich tun? Wenn ich könnte, würde ich Nein sagen, weil es klingt sehr, sehr besorgniserregend. Aber meine Infos sind echt gut. Wirklich absolute Spitzeninfos. Also, wenn du sie siehst, dann fragst sie unbedingt nach ihren Kontaktdaten. Wie sie aussieht? Brille, lange Haare, sehr ordentlich. Ach, und sie liebt mich natürlich. Warum hast du denn ihre Kontaktdaten noch nicht, wenn sie dich so abgöttisch liebt? Ich habe sie vor einer Weile in Akihabara aus den Augen verloren. Vielleicht ist sie noch dort. Ach, und sie arbeitet in einem Blumenladen. Wenn du dort fragst, werden sie Bescheid wissen. Weil immer irgendein Creep nach ihrer Angestellten fragt? Also, wir sehen uns. Floristenpersonal. Das ist sehr spezifisch. Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr... Oh, das Digi-Line. So. Wer stört? Habe gerade das Spiel Ochs am Berg gelernt. Wollen wir es mal spielen? Es geht per Textnachricht nicht. Klar, lass uns mal spielen. Alright. Blumenladen. Ja, nicht. Hier verlasse ich das Gebiet. Blumenladen, Blumenladen. Es behagt mir halt überhaupt nicht, dass ich jetzt hier fremde Leute nach Kontaktdaten frage für den Typen, der behauptet, dass das Mädchen ihn total liebt und trotzdem hat er nicht ihre Kontaktdaten. Weird. Was soll ich jetzt kaufen? Die Auswahl ist so groß. Kennst du irgendwelche Blumen, Leute? Ob ich in einem Blumenladen arbeite? Nein, das tue ich nicht. Ach, ich wollte dich etwas fragen. Sollte ich hingehen? Dorthin oder da entlang? Sind die denn alle verrückt? Wie? Da entlang? Auf gar keinen Fall. Dort ist es viel besser. Cool. Freut mich, dass ich helfen konnte. Willkommen zu Hause. Natürlich bin ich keine Fluristin. Ich bin eine aufmerksame Maid. Cool. Geh mal da lang. Kann ich da lang? Nein, natürlich nicht. Wie dumm von mir, das anzunehmen. Also bis jetzt laufen meine Vorbereitungen auf den Kampf nachher richtig schlecht. Du bist ja immer noch anwesend. Ach so. Geschniegeltes Vierauge. Alter. Diese NPC-Beschreibungen sind halt schrecklich. Du bist ja immer noch anwesend. Bitte entferne dich. Okay. Geschniegeltes Vierauge. Schon mal Blumen gekauft? Oh. Also, unter geschniegelt verstehe ich eigentlich jemanden, der sich irgendwie rausgeputzt hat. Irgendwie feine Kleidung. Also, nicht, dass sie jetzt schlechte Kleidung hat, aber feine Kleidung ist für mich halt irgendwie irgendwas Edles. Edle Kleidung. Das ist geschniegelt für mich. Ah, okay. Ja, Blumenladen? Worum geht es hier? Wie? Warum ich diese Person ansehe? Nun, weil dieser komische Typ mich stalkt. Hab sowas vermutet. Ich verstecke mich also hier. Dieser komische Typ verschwindet. Ich will auf gar keinen Fall, dass er mir bis nach Hause folgt. Verständlich. Wer bist du eigentlich? Du bist nicht zufällig... Sowas wie der Komplize des Stalkers? Nein. Wie? Herr Detektiv? Der komische Typ hat dich auf mich angesetzt? Gott sei Dank hast du nicht angeheuert gesagt. Könntest du ihm etwas ausrichten? Klar.
Mit Spinnern kann ich überhaupt nichts anfangen. Und die Gefühle eines komischen Typen wie ihm werde ich bestimmt nicht erwidern. Bitte, kannst du das für mich tun? Kannst du mir nicht falsche Kontaktdaten geben? Irgendwie ein geheimer Kontakt zur Polizei, dass er direkt die Polizei stalkt und... Aber ich bin froh, dass du gekommen bist. Wenn das so weitergegangen wäre, hätte ich vielleicht drastische Maßnahmen ergriffen. Das heißt... Stalker, unverzeih ich sowas. Stirb, Stalker, stirb. Ob er den Film Stalker von Tarkovsky kennt? Ich würde sagen, das... die Option, du solltest zur Polizei gehen, wäre noch nett, aber ich weiß tatsächlich nicht, wie die Rechtslage in Japan dazu ist. Ich glaube, hier ist sie auch nicht so vorteilhaft für Opfer. Cool. Vor allem, ich würde meinen, wenn diese Straße so stark befahren ist, wie sie hier eigentlich aussieht aufgrund der Breite, müsste sie eigentlich gut davon machen können. Du Stalker. Ich hab's gewusst. Jetzt hör mal zu, Spinner. Was soll das Gefasel über wahre Liebe? Du bist ein Stalker, ich zeig dich an. Ja, nehm mal das. So, Genosse, okay. So, Genosse, raus jetzt mit der Sprache. Bleib ja vom Leib. Bleib ja vom Leib. Es tut mir so leid, ich sag dir alles. Okay. Also, ich kenne einen Typen, ja? Der kreuzt immer mal wieder auf, ja? In einem bestimmten Forum in Eden, ja? Ja. Und der Typ kennt jemanden, ja? Der in Akihabara verschwunden ist, ja? Und es gibt Leute, der Typ kennt einen, der einen kennt, der wiederum einen kennt, ja? Und sie alle verschwinden, ja? Vielleicht, ja? Vielleicht hat das Forum mit dem Verschwinden zu tun. Ist nur meine Meinung, aber ich wollte es gesagt haben, ja? Wo ist das Eden-Forum? Es ist gleich hier, das Forum Comic Mania. Kurz auch Comimani. Muss ich mich bedanken? Fein. Danke! Gern geschehen. Das glaube ich nicht. Als ob man einen Schalter umgelegt hätte. Manchmal muss man eben erst ausrasten. Als hätte man einen Schalter. Machen wir das. Egal, ich habe die Infos. Ich gehe zum Comimani Forum in Eden. Und wo ich schon unterwegs bin, spare ich mir die Berichterstattung bei Kyoko. Oh, ernsthaft? Ist das jetzt wieder Eisdevimon? Apropos Eisdevimon. Ich habe mal kurz eine Frage. Wie kann ich am schnellsten die Fähigkeit meiner Digimon ausbauen, wenn ich keine Items dafür habe? Gibt es überhaupt Items dafür? Date. Ach nee, Date. Stimmt, die Polizisten. Ich muss dir nicht sagen, was passiert, wenn ich dich beim Faulenzen sehe, oder? So. Du hilfst auch mit, Makiko. Gut. Weil damit habe ich aktuell die größten Probleme, dass ich halt extrem langsam Fähigkeit aufbaue. Ich habe, glaube ich, Tokumon jetzt erstmal zurückentwickelt und habe dafür 6 Fähigkeit bekommen. Aber ich will ja irgendwann Systemon weiterentwickeln und dafür brauche ich 50 und ich glaube, ich habe aktuell 10. Na, erzähl doch, Eden Comimani Forum.
Das ist das Forum Comic Mania. Oder kurz Comimani. Klingt wie Kanimani, fällt mir gerade auf. Erkunden wir uns nach dem vermissten Personen. Oh, so viele. Wir gehen mal. Fangen wir hier an. Schwelgender Mann. Was sind denn das immer für Adjektive? Das ist ja unglaublich. Vermisste in Akihabara? Nein. Keine Ahnung. Damit habe ich nichts zu tun. Viel wichtiger ist, was hältst du von Fortsetzungen, von Serien, die abgeschlossen waren? Das ist doch ziemlich albern, oder? Ich meine. Es war fertig. Niemand wollte noch mehr davon. Warum also? Stimme ich in den meisten Fällen Tatsache zu. Wenn es ein gutes Ende hat, ist es. Kann es auch schnell passieren, dass gute Serien schlecht laufen. Demon Try war Tatsache irgendwie ein gutes Beispiel dafür. Ich kann es nicht glauben, dass Leute sowas gutheißen. Wer den Autoren so Honig ums Maul schmiert, ist kein echter Fan. Ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe, warum es dann doch plötzlich Fortsetzung gibt. Weil oftmals weiß man ja als Fan nicht, dass man keine Fortsetzung haben will, bis man sie dann gekriegt hat. So, wer bist du eigentlich? Ach gut, mit dir kann ich gar nicht sprechen, sehr schön. Mädchen vom Land. Wie? Du bist Detektiv? Und befasst dich mit den vermissten Akiba? Vielleicht sollten wir darüber nicht ganz so laut reden. Ich denke, ich habe eine Ahnung, wer dafür verantwortlich ist. Psst. Sei jetzt leise. Ich habe doch gesagt, nicht so laut. Du bist es, oder? Wir sind erledigt, wenn der Verbrecher uns hört. Ja, nicht wahr? Als ob ich wüsste, was der Verbrecher denkt. Zumindest, war es jemand, der dieses Forum besucht hat? Du bist aber nicht der Verbrecher, oder? Du musst mir sagen, wenn du der Verbrecher bist. Ja, das ist zu riskant, hier zu reden. Können wir in der echten Welt reden? Komm in den Secondhand-Buchladen in Nakano. Gut, ich warte dort auf dich. Sie ist weg. Ich gehe zum Secondhand-Buchladen, wenn ich fertig bin. Okay, ich kann die anderen noch fragen, sehr schön. Jungs-Manga-Fan. Irgendwas sagt mir, das ist im Original eigentlich schon ein Manga, aber okay. Vermisste? Leider keine Ahnung. Aber es stimmt, ein paar Stammkunden habe ich schon länger nicht gesehen. Vielleicht haben sie sich zu Hause verkrochen und sind am Schreiben. Oder sie machen jetzt was anderes. Foren-Admin. Werden Mitglieder aus unserem Forum vermisst? Das ist etwas überspitzt formuliert. Wahrscheinlich wurde ihnen nur langweilig und sie loggen sich nicht mehr ein. Schließlich habe ich hier das Sagen. Ein alter Typ. Das wurde ihnen bestimmt langweilig. Ich bin ja so langweilig und furchtbar. Weil man immer mit einem Typen wie mir rumhängt. Du bist in Ordnung. Mach dich nicht so runter. Du bist in Ordnung. Du schaffst dir einen Treffpunkt für Leute mit gleichen Interessen. Du bist okay. Und die Digiline ruft. Ja, das ist mal spielen. Ah, cool. Achso, nee, Quatsch. Es war ja wahrscheinlich Date. Was? Ich habe dir einen Fall gegeben, oder? Ich bin ein schlechter Klient. Junge Manga-Zeichner. Vermisste? Vielleicht verstecken sie sich nur auf der Flucht vor ihren Abgabefristen. Das kann ich nachvollziehen, wirklich. Cool. Manga-Fanschüler. Der neue Manga von Suzuya ist der Hammer. So viele überraschende Wendungen. Was? Vermisste? Keinen Schimmer. Ich glaube, ich habe genug Informationen. Ich würde mich jetzt aufmachen zum Buchladen.
machst du denn hier? Hey. Hey, was machst du hier? Was, Borch, was zum Henker machst du denn hier? Ach, du gehst einem Fall nach, wie? Ah, du bist privat hier. Hm. Was ist für ein Fall? Worum geht es? Um vermisste Menschen. Es ist eine vertrauliche Angelegenheit. Hey, was soll denn die kalte Schulter plötzlich? Ich dachte, wir sind Freunde. Na los, erzähl. Vermisste von Akiba. Ja. Ich habe gehört, dass einige Leute aus einem Forum verschwunden sind. Und eins der Mitglieder ist der Täter. Klingt cool. Ich helfe dir. Ich habe gerade Zeit. Gehen wir also nach Nakano. Wir treffen unsere Quelle dort, ja? Ich glaube, es ist besser, wenn ich da alleine aufkreuze, aber okay. Ob ich hier etwas Bestimmtes vorhatte? Nicht wirklich, gar nicht. Bin nur gerade vorbeigekommen. Beschäftigt dich etwas? Zum Beispiel, was das Komimani Forum ist? Ob es eine versteckte Bedeutung hat? Code mit Mani? Oder so? Nein, es ist Comic Mania, das weiß ich doch schon. Ich gehe schon mal. Lass mich nicht warten, ja? Oh Mann. Wo geht's? Da geht's wahrscheinlich zur Karte, so. Das Travel-System gefällt mir tatsächlich nicht so wirklich hier, aber okay. So, Nakano, ach, die Homebase. Okay. Verdammt, wo wollte sie jetzt immer sein? Shit. Shit, 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 shit. Secondhand-Buchladen, ne? Secondhand-Buchladen, glaube ich. Ist er hier oben? Ja. Hey, Detektiv, hier drüben. Wie lange wolltest du mich eigentlich noch warten lassen? Ich krieg schon graue Haare. Schlimmeres. Wow. Wie? Hey, war es gar nicht vor, dich zu beschweren? Ist vielleicht so jemand zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus? Scheint so. Na, sei nächstes Mal jedenfalls vorsichtig. Also wegen der anderen Sache. Ich glaube nicht, dass der Verbrecher zu Komimani gehört. Das ist ein Forum für Manga-Fans, ja? Manga-Zeichner treiben sich auch ein paar darum. Vor einer Weile hat jemand ein neues Manga ins Forum hochgeladen. Das war echt gut, so von den Zeichnungen und Rahmenbrüchen her. Die Handlung und Charaktere kamen mir irgendwie bekannt vor. War jetzt nicht direkt abgeschrieben oder so. Aber es hat irgendwie geklingelt bei mir. Dann waren da aber diese Idioten, die in den Kommentaren zum Comic einen Haufen Müll gelabert haben. Du weißt bestimmt, was als nächstes kommt. Die sind als Erste verschwunden. Aber man muss kein Mitglied sein, um zu kommentieren. Also sind auch Leute verschwunden, die nicht zum Forum gehören. Man braucht keine Mitgliedschaft, um in eurem Forum zu kommentieren. Klingt irgendwie unsicher. Ich wette, dass die Leute verschwunden sind, die miese Kommentare geschrieben haben. Manga hochladen können allerdings nur offizielle Mitglieder der Seite. Soweit ich sehe, muss der Schuldige also... Naja,
Hab keinen Beweis oder so. Das Manga samt Kommentaren wurde schon lange gelöscht. Jetzt kann man den Täter nicht mehr identifizieren. Aber ich war dir trotzdem eine Hilfe, oder? Ganz ehrlich gesagt will ich keinen Ärger. Die Atmosphäre im Forum ist schon irgendwie anders, seit Leute verschwinden. Und das kann ich mir vorstellen. Komisch, ich weiß. Ist ja nur Cyberspace. Aber mal ehrlich, manchmal kriege ich eine richtige Gänsehaut. Als ob jemand mich anstarrt. Kennst du das? Ganz furchtbar. Und da will bestimmt keiner drüber reden. Uff, mir wird beim Reden schon ganz kalt. Ich war eine Hilfe nicht... ich war eine Weile nicht mehr in Eden. Na dann, viel Glück, ja? Hals- und Beinbruch. Wie? Was redest du denn da? Warum wünschst du mir denn gebrochene Knochen? Kennt er echt das? Kennt er echt das nicht? Zu mich, Komischer Hut? Ist gar nicht jemand aufgefallen mit komischem Hut, aber mach ich. Was redest du denn? Das finde ich witzig. Willst du mich etwa im Krankenhaus besuchen? Oha, was ist denn in dich gefahren? Ach, da hinten, der mit den spitzen Ohren. Den meinst du, bei dem gelben Laden. Erst hörst du mir ganz bierernst zu und so, und jetzt reißt du Witze. Mensch, was hast du für Probleme? Wir unterhalten uns ernsthaft und plötzlich blödest du rum. Was für ein Geaffe. Ist in Tokio wohl so üblich. Die Daten wurden also alle gelöscht, ja. Zumindest wurde ein Noob da das glauben. Überlasst es nur mir. Soll heißen, kann ich den PC in eurem Büro benutzen? Hast du keinen eigenen? Arata geht zum Büro, zum Detektivbüro Kurimi. Kann das sein, dass... Ist das ein besonderer NPC? Ich quatsch ihn mal an. Victor Ushida. Verflixt gut gemacht. Danke, dass du mich gefunden hast. Ich bin Victor Ushida. Ich glaube, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Und habe nicht angesprochen, weil ich nicht so viel mit NPCs spreche. Ich bin Victor Ushida. Hast du mich in dieser Menge leicht gefunden? Hier ist jedenfalls dein Preis. Oh, das ist cool. Vielen Dank für den Hinweis. Creepymon-Medaille, das klingt auch gut. Bis zum nächsten Mal. Schau nach dem V. Okay, dann werde ich Tatsache nach ihm Ausschau halten. Taucht der random auf oder hat er feste Punkte? Ich muss mir jetzt die Punkte nicht verraten, aber ich meine mich zu erinnern, wo ich ihn gesehen habe. Feste Punkte, wunderbar. Dann gehe ich jetzt noch nicht in die Detektei, sondern gucke da nochmal nach, ob er noch da ist. Aber vorher gucke ich mir mal kurz an, was dieser Lebenpilz ist. Ist der hier? Freundschaft X, Kameradschaft, nee. Ich suche ja immer noch Lebenspilz. Futter, das die maximalen TP erhöht für die Digifarm. So. Dann. Nein. Runter. Es ist frech, die Rolltreppe in. Stimmt, es ist eine Rolltreppe. Ja, ein Fahrstuhl. Nein. Erster Stock. Beziehungsweise Erdgeschoss. So. Wie gesagt, wir gehen. Halt, da geht's zur Karte. Ich meine nämlich, ich hatte ihn in Shibuya. Nein, nicht in Shinjuku, in Shibuya. Ach, das kommt davon, wenn man. Doch, hier bin ich richtig. Nee, bin ich nicht. Ich meine die große Kreuzung. Shibuya. Ich glaube, hier habe ich ihn gesehen. Hunderttausend Yen. Gibt es auch eine Sache, die halt die Fähigkeit dementsprechend, also auf ähnliche Weise steigert? Ich meine, ich hatte ihn hier irgendwo gesehen.
Weil Fähigkeit steigern wär mir richtig lieb aktuell. Beziehungsweise, wenn ich das später machen könnte. Verdammt, Gemma hat mich geirrt. Ne, hier geht's noch weiter. Ich meine, ich habe ihn hier gesehen. Ne, okay. Hab mich gehört. Gut, dann halte ich ab jetzt die Augen einfach offen. Ne, nicht Fähigkeiten. Ich meine, hier diesen Fäh-Wert, der hier bei Sistermon 10 ist. Also ich mein diesen Wert da. Weil bis jetzt habe ich bloß rausgefunden, dass es selten Items gibt, die das quasi steigern können. Ich habe nicht feststellen können, dass das Farmtraining irgendwas gebracht hat beim Fähigkeitenwert, auch wenn ich gesagt habe, wenn ich dieses Fähigkeitentraining gemacht habe. Bis jetzt habe ich nur festgestellt, dass ich es mit D-Digitieren und ich glaube auch mit Digitieren verbessern kann. Okay, was sind denn diese leichten Methoden? Weil für die geilen Digitationen habe ich das Gefühl, brauche ich immer viele Fähigkeit. Zum Beispiel für die Mega-Entwicklung von B-Cannon-Mon brauche ich scheinbar immer 20 Fähigkeiten, was mich vermuten lässt, dass ich für Mega-Entwicklungen generell 20 Fähigkeiten brauche. So, was stört hier jetzt wieder? Ermittlungsbefehl auf Farm 1 beendet. 2 Fälle. Dann starten wir doch hier gleich mal das nächste Ding. Ach halt, so. Wir schicken jetzt wir machen nochmal Ermittlungen. Ja, die Farm verlassen. Kann ich Gilmon inzwischen digitieren lassen? Gilmon kann ich entwickeln lassen. So, will ich den. Ich guck mir den mal an. Was bräuchte ich? Die sind alle vom Typ vom Element Feuer. Interessant. Mensch, Feuer, Geist in Besitz. Da bin ich echt gespannt. Ah, okay. Also umso höher das Level vom Zurückdigitieren. Beziehungsweise, die Fähigkeit kriege ich bloß beim Zurückdigitieren. Oder kriege ich die auch beim Hochdigitieren. Also umso höher das Level, das verstehe ich inzwischen. Beides. Wunderbar. Wunderbar. Dann weiß ich nämlich, wie ich mit Motimon jetzt gleich, Quatsch, mit Tokomon umgehe. So, ich, gucken wir uns das mal an. Oh! Dieses Greymon. Geo-Greymon. Okay. Geo-Greymon. Wozu würde denn Geo-Greymon werden? Das sieht interessant aus. Das ist Skullgreymon. Oh yes, ich will ein Skullgreymon. Sparen wir auf Skullgreymon. So, Motimon. Ich glaube, Motimon will ich jetzt zu ihm hier entwickeln und dann gehen wir nämlich auf Dings, auf Gold,
Gold. Ist das Meramon? Nee, Gold. Nee, Goldnumemon, glaube ich. Goldnumemon. So, nämlich Hagumon müsste. Das hier, genau. Gut, Goldnumemon, so. Kann ich sonst noch wen entwickeln? Zanglukmon? Nein. Okay. Also Poemon will ich im Idealfall also auf das noch ein bisschen weiter leveln lassen. Poemon. Wir lassen Poemon einfach mal drin. Bis es das Maximallevel hat. Skalgemons Entwicklungen? Okay. Oh, schade, ich mag. Ich hätte gern Skalgrimmon, aber gut, dann. Ich überlege gerade, was die. Ich glaube, das ist die Kanon-Entwicklung von Geogreymon, wenn ich raten müsste. Dann haben wir das Skalgrimmon, die anderen, keine Ahnung. Aber wen will ich denn dann davon? Ich überlege gerade, also ich überlege jetzt einfach mal laut. Den kann ich aktuell. Dann bliebe ja nur noch er übrig. Megadramon sagt mir gerade. Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor, weil ich kann ihn gerade nicht zuordnen. War das im Anime irgendwann mal dabei? Megadramon, irgendwie klingelt da was, aber ich könnte es nicht zuordnen. Dann gehen wir erstmal. Ah, ja, okay, gut. Ich würde. Erste Staffel. Ah, genau, okay. Megadramon. Ich kann es jetzt echt gerade nicht zuordnen. Dann schaue ich mir einfach mal das an oder im Zollfall digitieren mal so. Ich meine, wir haben ja eh noch Zeit, dass ich bis ich Geogreymon hier weiterentwickeln kann. Oh, Maschinenramon. Das Problem ist, ich neige dazu, glaube ich, Digimon wegen dem Coolness-Faktor zu entwickeln. Wer ist hier eigentlich nur übrig? Nightmon. Wann habe ich denn mal Nightmon gesehen? Vom Gefühl her will ich Hagurumon, glaube ich, zu dem entwickeln. Achso, es ist ja nicht mehr Hagurumon, es ist Clockmon. Oder Moment, welchen Typ? Ja, du bist. Ach nee, Canon Beamon habe ich schon als Virus. Moment. Das ist Datamon? Hätte ich jetzt nicht erkannt als Datamon. Hatte Datamon nicht so eine komische Kuppel? So eine Glaskuppel? Okay, ich lasse mich einfach mal überraschen, was hier kommt. Gut, Wildsmon, da klingelt gerade nichts, aber es hat auf jeden Fall bessere Werte, die verlangt werden. Wir gehen auf das. Ich habe noch kein Finsternis-Digimon. Wobei, ich muss ja auch strategisch sein. Ich habe auch keinen Datei-Digimon, aber ich kann mir ja bald ein neues Datei-Digimon. Ich glaube, Sistermon will ich dann vorübergehend erstmal zu Lady Devimon machen. Nur vorübergehend. Damit ein bisschen leveln und dann wieder zurück auf Sistermon. Genau, also das muss ich halt noch überlegen. Wenig. Also. Oh, hier hätten wir ein Licht. Also bitte jetzt nicht weiter die Digimon-Namen im Zweifelsfall vorsagen. Erstmal. Weil ich versuche jetzt erstmal zu überlegen. Ich glaube, ich will auf das hier gehen, weil dann hätte man wieder einen Datei-Digimon. So, was kann Ogremon eigentlich? Wenn wir mal gucken. Was könnte Ogremon? Ogremon. Das Ei will ich nicht. Irgendwie will ich Ogremon entweder zu dem oder zu dem machen. Von der Silhouette her. Ich glaube aber eher zu dem. Irgendwie sieht das interessant aus. Ich glaube, ich will Ogremon. Ogremon nagel ich mich jetzt fest. Alle drei. Welche alle drei? Die Entwicklung gerade von Clockmon oder was? Scheinbar habe ich da jetzt gerade was nicht mitgekriegt. Ich glaube, ich will das hier. Ich lege mich jetzt fest, Ogremon wird zu dem. Egal, ob gut oder schlecht, das will ich mir angucken. Rappermon dauert auch noch. Wird zu dem. Wir gucken einfach mal, aber haben ja noch ein bisschen Zeit.
Na, du hattest ja auch gesagt, dass du das auf 100% gespielt hast, das Spiel. Ja, ich möchte das eigentlich. Ich kenn's halt aus der ersten Digimon-Staffel und das Ei wirkt auch schrecklich uninteressant. Ach so, aus der zweiten Digimon-Staffel auch, da hat's ein Nudelrestaurant geführt, stimmt. Aber ich habe halt echt keinen Bock auf das Ei. Ja, nur einen Moment noch. Aha, da haben wir es, das Protokoll der Seite. Jetzt können wir die gelöschten Daten finden. Auch wenn Nutzer meinen Daten gelöscht zu haben, bestehen sie noch auf dem Server. Sie sind verschlüsselt und in einem geschützten Bereich gespeichert, aber... Seine Digitationssicherheit... Okay. Sag mir nochmal kurz, wer konnte sich zu dem entwickeln? Hoffentlich nicht Ogremon. Oder doch Ogremon. Weil damit hast du mich tatsächlich gecatcht. Die stärkste Digitation im Spiel. Das klingt interessant. Wenn ich in die normalen Server von Eden komme, dann dürfte das hier ein Kinderspiel sein. Oh, das ist wirklich schlau. Ach. Es ist doch nicht weiter der Rede wert. So, wollt ihr jetzt also die fraglichen Daten suchen? Wenn wir die Kommentare wiederherstellen, sollten wir sie finden. Was sind denn das für Daten? Wenn das die richtigen sind, dann wurden sie von einem ganz besonderen Programm erstellt. Ist das ein Digimon-Programm? Ich könnte noch nie eins ordentlich analysieren. Verstehe. Die Struktur ist ähnlich, aber wenn, dann wurde es stark modifiziert. Etwas hat darauf Einfluss genommen, dass sich nicht mit Nullen und Einsen beschreiben lässt. Ja, vielleicht ist es genau das. Womöglich auch ein Verschlinger am Werk. Das ist alles ziemlich cool. Wenn es noch mehr solche Sachen finde, hätte ich vielleicht auch das Zeug zum Cyberdetektiv. Aber hier herumhängen bringt nichts. Gehen wir mal nach dem Dorf. Es überrascht nicht, dass diese seltsamen Daten nach ihrer Löschung auch nach Kowloon geschickt wurden. So können wir sie direkt überprüfen. Wenn es ein mieses Programm wie ein Verschlinger ist, können wir es mit unseren Digimon bekämpfen. Schmieden wir das Eisen, solange es heiß ist. Treffen wir uns im Galacta Park in Kowloon. Okay. Ich bin ganz ehrlich, mich interessiert aber tatsächlich, was das andere ist. Also, wir behalten das Ei im Hinterkopf. Ich glaube, ich habe die Werte sowieso nicht gehabt fürs Ei. Wir gucken einfach mal. Wir haben bis Ogremon das Level erreicht hat, dauert es überhaupt generell noch, aber mich interessiert das, was ganz oben war, das finstere Virus-Digimon. Ich bin neugierig, was das ist. Ich will sehen, was es ist. Ich bin gespannt. So. Na, da hast du aber einen begabten Partner. Wenn er dein Hilfsdetektiv ist, dann ist er mein Hilfsdetektiv. Nun denn, Helferlein, teile mir die Begeisterung deines Helferleins. Es gibt ein altes Sprichwort. Dem Tüchtigen ist das Glück hold. Dass du dieses Verhältnis zu ihm aufgebaut hast, zeugt von Glück und davon, dass du tüchtig bist. Denk immer daran, sonst bereust du es irgendwann. Ich muss Arata im Galacta Park in Kowloon treffen. Oh, gleich zwei Simsen. Toll. So. Hey, erzähl mir was über deine Freunde. Die sind cool. Nokia und Arata kenne ich online. Ryota und Sakura aus der Schule. Wow. So detailreich. Sakura verhält sich in letzter Zeit recht seltsam. Vielleicht zerbrichst du dir zu sehr den Kopf. Ja, anscheinend war vorher etwas los. Ich bin wirklich gespannt, wie sich die Sache mit Jimmy Ken entwickelt.
wir wollten... Oh Gott, der Park. War der hier unten? Ich weiß wirklich nicht. Scheiße. Ich kann mir sowas immer nicht merken. Oh, ich habe gerade festgestellt, ich kann hier raussuchen. Ach so, eine Frage zum Kampf... zu den Fähigkeiten von den Digimon. Hätte ich noch, nämlich... also nicht, dass wir wieder vorbei... aneinander vorbei sprechen. Hier, dieses... UF-Aufseher zum Beispiel. Muss Sistermon dafür wirklich aktiv mitkämpfen oder reicht es, wenn es in meiner Gruppe ist? So, wir klappern hier einfach mal ab. Ob ich hier richtig bin. Aber ich könnte sie theoretisch austauschen, oder? Ach, Detektiv ist nicht mehr hier. Ich hatte gehofft, dass Borch mit mir zur Polizei geht. Ich will keinen Ärger. Aber dabei kann ich es nicht einfach belassen. Ich bin das liebste Mädchen in ganz Japan. Okay. Ob der Detektiv wohl noch hier irgendwo ist? Verdächtige... Das ist doch die Blumenfrau mit dem Stalker. Ach, du bist's, Mensch. Ganz schön lang ist's her. Hab mich gefragt, wie es dir geht. Nichts gehört. Hab mir solche Sorgen gemacht. Mich gefragt, ob du verschwunden bist. Hey, was denn los? Du machst mir Angst. Wie? Na, Akihabara? Jetzt? Klar, warum nicht? Sollen wir dann, losmachen? Also ich kann sie nicht im Kampf... Also sie muss am Ende vom Kampf quasi auf dem Feld stehen. Verstehe ich das richtig? Damit ich ihren Bonus kriege. Oh, das ist ärgerlich. Ich hatte kurz gehofft, dass ich quasi sie am Anfang habe und dann raustauschen kann. Aber okay, dann weiß ich Bescheid. Sie ist ja auch gut tanky, das ist ja vorteilhaft. So, bist du bereit? Die Daten, die wir brauchen, sollten irgendwo in der ersten Ebene von Kofnun sein. Lass uns suchen. Es könnte sich um ein fieses Programm handeln. Sei vorsichtig, ja? Was ist denn mit dir los? Du hast ja richtig Spaß. Aber der Gesichtsausdruck macht mir Angst. Den Tüchtigen ist das Glück hold. Pff. Manchmal verstehe ich kein Wort von dir. Okay, dann mal los. Aber ich glaube, dann will ich nicht so krass farmen mit drei Platin Numemon. Weil irgendwie klingt das nicht spaßig für einen normalen Spielverlauf, Tatsache. Du möchtest schon noch ein paar coole Digimon mitnehmen. Ungeachtet der Werte. Ach ja, stimmt, er kämpft nicht. Ich hab mich gerade gefragt, wo das Vieh herkommt. So. Das sollte hier alles easy peasy sein. Okay, aber dafür gibt es auch keine Erfahrungspunkte. Ah, ich bin gespannt, wie Platin-Numemon aussieht. Gold-Numemon hatte ich aus Versehen mir schon gespoilert, als ich mal meinen Test-Speicherstand weitergeführt habe. Aber ich bin gespannt, wie Platinum-Nemon aussieht. Fand ich witzig, dass Gold-Nemon ja so eine 1%ige K.O.-Attacke hatte. So, was hast du? Ja, sie ist etwas abgelenkt. Sie ist komisch, seit sie auf Jimmykin steht.
Kopf nicht mehr weiter runter? Ja, das klingt, also mit dem Grinden, das klingt halt tatsächlich auch eher was man macht, wenn man, ich gehe mal kurz im Digilab nach, was man macht, wenn man quasi mit dem Spiel durch ist. Während ich, weil das ist ja mein erstes Playthrough, ich spiele ja blind, und ich glaube, da will ich tatsächlich mehr so ein bisschen nach Gefühl auch die coolen Digimon mitnehmen. Ein Platinum-Memon würde ich tatsächlich gerne haben, zur Sicherheit, warum nicht mitnehmen. Aber ich weiß auch gar nicht, was ich für Platinum-Memon anstellen muss. In der ersten Ebene von bist du nicht fündig geworden. Wenn du es nicht gesehen hast, such tiefer im Inneren. Wow. Wenn du dich wieder verirrst, komm ganz ruhig, okay. Ja, ich erinnere mich dunkel daran, wie... Ich will das tatsächlich für andere Leute noch nicht spoilern, aber... Goldnummer hat mich schon sehr beeindruckt. Deswegen, ich hoffe... Ich hoffe, Platinum-Memon setzt wirklich nur einen drauf, designtechnisch. So, wir gehen einfach mal... Auf Ebene 1 habe ich nichts gefunden. Wonach suche ich jetzt eigentlich nochmal? Suche ich jetzt schon nach dem Täter? Ja, war? Ich glaube, ich suche schon nach dem Täter. Das heißt, ich suche theoretisch jemanden mit Ausrufezeichen. Tut es. Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt auf Platinum-Memon. So. Ich hoffe, wir treffen mehr von den Knällchen. Weil dann könnte ich mir noch ein zweites Ogremon züchten. Ja, schieß los. Das ist das im Einkaufszentrum, ne? Ne, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich weiß, wo es ist. Aber lohnt sich das denn? Ich vermute mal, es lohnt sich, wenn du so nachfragst. Es gibt noch mehr. Okay. Das klingt halt Sache nach was ich vielleicht mal austesten würde. Die Frage ist, kann ich das, wenn ich versage, wie bei manchem anderen Spiel, immer wieder versuchen oder ist es dann verloren? Müsste ich also quasi vorher speichern. Weil es klingt sehr attraktiv gerade. Ah, wunderbar. Ich glaube dann... Dann versuche ich hier diese Mission mal schnell zu machen und ich hoffe... Oh, wie lange dauern diese Cups ungefähr? Weil dann würde ich mir das gerne mal angucken. Aber wenn es halt sehr lange dauert, dann würde ich das am Donnerstag nachholen. Ernsthaft, bei einem Cup muss man verlieren? Oh, es klingt ja mal interessanter. Okay, kann ich diese Cups verpassen oder könnte ich quasi irgendwann im Spiel damit anfangen und dann quasi mehrere im Zweifelsfall hintereinander machen? Oh, jetzt halten sie hier schon mehr durch, okay.
Gott, wo muss ich denn jetzt hin? Ich geh doch mal nochmal zurück. Ich habe so ein Gefühl. Nee, ich klapper hier das mal ab. Irgendwo müssen ja diese. Ach stimmt, die Forendaten. Jetzt erinnere ich mich. Ah, also quasi muss ich diesen Cup verlieren, um diese Sachen zu farmen, die du da gerade geschrieben hast. Interessant. Gut, aber dann können wir uns das mal angucken nachher. Also je nachdem, wie weit ich hier komme. Bestimmt. Trainieren und ermitteln, oder? Muss das sein? Ich will machen, was ich will. Cool. Okay. Das ist auch so eine Strategie, die man Tatsache erst sich erarbeitet. So, ich glaube, ich habe da nichts funkeln sehen. Deswegen gehen wir einfach mal hier weiter. Super, das können wir uns wieder ziehen. Sehr schön. Also ich frage jetzt hier bei ihr nochmal nach dem Hinweis. Und zieh mir die Kaulquappe. So. Ja, erst ne. Wenn du es nicht gesehen hast, suche tiefer. Okay, vielleicht muss ich doch auf die erste Ebene zurück. So. Holen wir uns erstmal hier. Oh, Wormann kann ich mir auch holen. Cool. Wormon, bitte.
hätten die theoretisch Platz auf der Farm? Einen könnte ich nur mitnehmen. Will ich davon einen mitnehmen? Nein. Wenn ich es nicht gesehen habe... Moment, dafür habe ich doch ein Item. Dafür gibt es auch ein Fluchtseil. Wo war das Fluchtseil? Hilft mir das? So, dann gehen wir jetzt mal runter auf Ebene 1. Weil wenn sie so komisch spricht, also sie betont ja immer das 1. Gucken wir uns in 1 nochmal um. Machen wir mal kurz, dass die Digimon hier geben eh nicht viele Erfahrungspunkte. Machen wir mal das. So. Ja, es funktioniert ja super. Oh, hier wäre eigentlich auch ganz cool, wenn es das gäbe. Obwohl, nee, es funktioniert mit dem Scan-System nicht. Weil ich wollte gerade sagen, es wäre halt cool, wenn die sowas hätten wie bei Earthbound, dass Gegner, die zu krass unterlevelt sind für meinen Fortschritt, sofort verlieren. Aber das würde natürlich dann den Scan nicht möglich machen. So, ist hier noch irgendwas? Oh, Mann. Wenn hier jetzt nichts ist, dann gehe ich mal auf die tiefste Ebene, auf die ich Zugriff habe. Zum Glück ist Ebene 1 ja nicht mehr so lang. Ah, schau mal, na guck. Das müssen sie sein. Na gut, dann schaue ich mal, was ich tun kann. Überhaupt nicht geschützt, aber hier sind kaum Daten. Moment, was ist das? Das ist dieses komische Feedback. Führt dieser Link irgendwo hin? Pass auf, bei euch. Am Ende dieses Links bin ich auf etwas Seltsames gestoßen. Und es kommt her. Wer bist du denn? Hallo, hallo, hallo. Du bist Finsternis. Das heißt, wenn ich das Konzept richtig begriffen habe... Genau. Weißmon. Sieht auch cool aus, muss ich gestehen. Sieht cool aus. So. 40... Häufige Crits. Gut, damit könnte das erledigt sein. Nein, leider nicht. Moment, was? Gegen einen Gegner betäubt das Ziel. 70%. Nee, wir gehen auf Nummer sicher. Pass auf. Mein Kumpel hier, Sasuke Uchiha wird mir wahrscheinlich den Kill klauen. Nein! Sehr schön. Doch.
Nicht hinschauen. Was? Nicht hinschauen. Nicht hinschauen, nicht hinschauen, nicht hinschauen, nicht hinschauen. Und weg war's. Hey, lass es nicht entkommen. Puh, hab ihn. Das war aber verflixt knapp. Hab doch gesagt, überlass es mir. Ich bin wie ein Spürhund dran geblieben. Sieht aus, als wäre er losgerannt Richtung Akihabara. Es gibt ein Internetcafé namens Arahabiki. In einer dunklen Hintergasse. Hat schon seit einer ganzen Weile geschlossen. Ich kenne mich da aus. Darunter befindet sich ein Secondhand-Buchladen. Volltreffer. Bingo. Vielleicht haben die Täter im Fall des Vermissten dort ihr Versteck. Wie? Polizei rufen? Als Verstärkung von dieser Tante, die sich als Polizistin verkleidet? Also da verzichte ich dankend. Wenn wir die rufen, schreien wir geradezu nach Ärger. Warte erst mal, bis wir alles herausgefunden haben. Wir sollten jedenfalls nichts wie hin. Wenn er nochmal entkommt, haben wir ein Problem. Versprichst du mir, dass du niemanden anrufst? Auch nicht diesen alten Knacker Matayoshi oder sonst wen? Entspann dich. Ich warte in Akihabara, also beeil dich. Und warte du auch auf mich. Das lösen wir zusammen. Kann ich mich auch auf dich verlassen? Gott sei Dank muss ich das nicht beantworten. Nichts wie los nach Akihabara. Okay, wir gehen jetzt nicht nach Akihabara. Ich will dieses komische Dings mal ausprobieren. Was macht die Gesundheit? Ist du auch anständig? Morgens bin ich müde und habe außerdem keinen Appetit. Mir geht es gut. Ich esse ordentlich. Wie geht's dir, Mama? Das ist einfach mal ein guter Sohn. Der Ausgang war ja kaputt. Oder geht der inzwischen wieder? Er geht inzwischen. Kann ich das nicht irgendwie fixen? Okay, dann nicht. So, wir flitzen jetzt mal zurück. Machen so ein Turnier und... Also, wenn es geht. Wenn es geht. Und dann habe ich ja hier gleich noch einen persönlichen Kampf vor mir. So. Kann ich mal kurz gucken. Ist hier wer fertig zum Digitieren? Kühlermon? Nein. Zyklonmon wahrscheinlich auch nicht. Genau. Oh, Zyklonmon kann ich Startermon machen. Sehr schön. Das klingt nach einem Plan. Ah, wir gucken einfach mal. Wir gucken mal, was sich ergibt. So. Die sind auch alle Champion. Pokémon. Will ich, glaube ich, noch weiter leveln lassen. Ja, ich will es, glaube ich, noch weiter leveln lassen. Hagurumon. Noch nicht. Noch nicht. Level 18. Okay. Level 18. Verstanden. Reppermon auch? Ja, okay, die sind alle Champions. Krass.
Sich jetzt erst. Die sind alle Champions bis auf Canon, Beamon, das ist Ultra. Gut. Gut, 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 gut. So. Dann. Ach, scheiße. Sie werden mich jetzt wahrscheinlich nicht zum Turnier lassen, oder? Weil ich komme ja im Büro raus. Ah, versuchen wir es einfach mal. So. Welche Etage ist denn das Turnier? Ist das im zweiten Stock? Im dritten? Im vierten? Wir gucken mal. Nicht hier. Weil ich glaube, man hat es direkt gesehen. Ganz oben. Okay. Da. Oder? Ja. So, jetzt quatsch ich. Moment, zur Sicherheit. Ich will nur zur Sicherheit mal kurz abspeichern. So. Falls irgendwas schief geht, können wir landen wir mal hier so. Hier geht es schnurstracks ins Offline-Kolosseum. Ich bin die süße Katzenmaid Ururu. Und bin für dich da. Miau. Dich ruhig. Was zu fragen? Ich habe keine Fragen. Achso, ich muss mit ihm sprechen. Ziemlich cool, einen Detektiv zu kennen. Achso, ich muss einfach durch die Tür, oder was? Nee. Den roten PC hier. Ah, das Ding. Ja, okay. Kämpfen um die Bronze Cup. Fertig, los. Ach, je. Wir haben so hart trainiert. Wir werden auf gar keinen Fall verlieren. Okay. Dann Punimon und Botamon. Ich glaube, Punimon hatte ich vorher noch nicht. Was? Schade. Mit ihm habe ich nur normal. Okay, dann machen wir dich kaputt. Ach, deine favorisierte Bossmusik. Verstehe. Verstehe. So. Du solltest kein Problem jetzt machen. Toll, die sind alle nur Ausbildung und Baby scheinbar. Mein Digimon ist das allerniedlichste. Welches von beiden? Die kleine Qualle oder das Langohr mit den krassen Zähnen? Ich will tatsächlich noch nicht so krass mit den Fähigkeiten rumballern. Ernsthaft? Oha. Okay, so viel dazu. Soll es für mal 15 Dunkelschaden? Okay, riskieren wir es mal. Gut, das war nix. Die sind tankiger als erwartet. Krass. Merkwürdigerweise hat der Tokumon tatsächlich mehr erwischt. So, Tokumon ist raus. Und Puyumon selber dürfte nicht stark sein. Klar noch nicht.
Ey, warum ist das Vieh denn so fucking tanky? Schieße ich jetzt einfach so drauf los, bis... Gott, warum ist... Warum ist das so? Ach Gott, ich find's eigentlich witzig. Ich find's witzig, weil irgendwie... Wow. Ausgerechnet Pokémon. Wäre witzig, wenn's das wilde Pokémon wäre, was bei dem Spielentwickler war. Ja, tankige Gegner sind immer witzig. Habe ich gestern leider wieder schmerzlich erfahren müssen. Ich habe ja gestern den Resident Evil 7 DLC Kein Held gespielt. Und der Bossgegner dort macht keinen Spaß. So ein Bullet Sponge. Unglaublich. Und dann noch mit Countdown. Das hat Spaß gemacht. Da ist Pokémon ein angenehmerer Bullet Sponge. So, jetzt ist es aber gleich down, hoffe ich. Ja. Hm, ist okay mit den Erfahrungspunkten. Im Job geht eine Sache nach der anderen schief. Gönn mir wenigstens hier einen Erfolg. Nein. So. Von mich stört das... Oh, endlich. Ich wollte gerade sagen, mich stört hier so ein bisschen, dass ich... Oh, nein. Unglaublich. Okay. Nicht das... Ich glaube, ich will mal auf... Oh, nee, ich dresch jetzt mal richtig drauf. Hier. Geht doch. Mache ich zumindest den jetzt erstmal platt. So, zack. Auch mehr eingesteckt als erwartet. Machen wir den Laser. Warum sind die denn alle so verdammt tanky? Ah, dafür machen sie wenigstens auch keinen Schaden. Kordramon können wir auch bald digitieren lassen. Glockmon ist bereit. Ich werde mich nicht zurückhalten, nur weil du noch jung bist. Aber du hast mir schon ein neues Digimon gezeigt, sehr schön. Und zwar hatte ich Nyarumon schon? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube aber nicht. Oder? Nee, aber ich glaube mit... Die zwei haben sich gekreuzt. Ich glaube, damit kam ich auch zur Vorentwicklung von... Nalamon heißt die Vorentwicklung von Gatomon. Das entwickelt sich im ersten Anime zu Nalamon und dann zu Gatomon. Und ich glaube, das hat sich auch zu Nalamon entwickelt. So. Die hebe ich mir auf. Mach mal dich platt. Ich hätte es ja wissen sollen. Gut, dann... Alle Gegner. Sehr schön.
Ich habe gesagt, ich heb mir dich zum Schluss auf. Ich bin halt echt verwöhnt, dass sie in der freien Wildbahn so schnell weggekloppt werden können. Und jetzt bin ich halt schockiert, dass die hier so viel einstecken. Du bist mein stärkstes. Moment. 2. Ich habe ganz vergessen, dass es gegen Finsternis ja ein Problem hat. Aber ich freue mich, dass ich Clockmon theoretisch weiterentwickeln kann. Der Boss. Demon's Hacker. Ich weiß, was du gerade denkst. Vielleicht schaffe ich das. Vielleicht kann ich gewinnen. Ich bin hier, um dir das Gegenteil zu beweisen. Okay. Habe ich eine Wasserangriff von dir? Nein, natürlich nicht. Mit dir dresche ich einfach mal drauf. Ja, okay, das war dumm. Sehe ich ein. Wechsel. Wen habe ich denn? Habe ich einen? Nee, ich habe nichts, was gegen Feuer effektiv ist. Schade. Aber ich habe die. Bin ich dumm genug, um das mal auszuprobieren? Ja. Das hat funktioniert, sehr schön. Es ging ja schneller als erwartet. Du hast es tatsächlich geschafft? Du bist der Champion des Bronze-Cups. Weiter zur nächsten Herausforderung. Tada! Hier ist dein Preis. Hoffentlich gefällt er dir. Mutpunkt E. Ah, das ist doch so ein Sonderbonbon. Sehr schön. Digiline. Wer stört? Oh, wir können ja bei der Farm was Neues einstellen. Das magst du so. Ich weiß nicht besonders viel über dich. Das finde ich so lästig, dass ich mit den Digimon hier kommunizieren kann. Vor allem dadurch, dass ich nie eine Auswahlmöglichkeit habe, außer bei den Quiz. Ich mag vieles. Ich kann gar nicht alles aufzählen. Lernen wir uns besser kennen. Wow. Und dann ist das halt auch mal derselbe Mischmasch. So, heute ging es früh los. Ich hatte kein Frühstück. Da kann ich nicht schimpfen. So, könnte ich denn jetzt theoretisch noch ein? Welches Kapitel bin ich denn jetzt? Kann ich das? Das kann ich bei den Speicherdaten sehen, ne? Moment. Speicherdaten. Kapitel 6 bin ich aktuell. Ich vermute, du willst mir jetzt mitteilen, ob ich weitere Turniere machen könnte oder nicht. Ah, cool. Dann würde ich tatsächlich, bevor wir kämpfen, ich gehe kurz nur ins Digilab. Ach, hier ist ja eins. Ich gehe kurz ins Digilab zum Gucken. Aber bevor wir kämpfen, würde ich gerne noch Silber machen oder also wenn es okay ist. Ansonsten würde ich sagen, kämpfen wir jetzt. Ah, sehr schön. So, erstmal sagen wir hier der Farm, sie soll. Ne, nicht entwickeln. Was ist das hier eigentlich? Nee. Hier trainieren. Machen wir einfach das nochmal. Farm verlassen.
Jetzt wird digitiert. Digitieren. Wir können Clockmon digitieren lassen, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, nur gegen Datamon oder Weißmon. Ich will keinen von beiden, ehrlich gesagt. Oder will ich Datamon? Kurz überlegen. Wir stellen das immer zurück. Kann Cordramon sich entwickeln? Quatsch. Cordramon kann sich noch nicht entwickeln. Cordramon schafft das. Hier will ich ihn. Er bleibt nämlich Drache. War ich entschieden. Oh, er würde sogar komplett das bleiben, was er jetzt ist. Sehr schön. Sistermon Ciel kann ich nicht entwickeln. Da will ich ja warten, bis ich Level. Was brauche ich für sie? Weil sie hier unten kriege ich ja noch nicht. Logischerweise. Dementsprechend will ich hier hin. Will ich zu Lady Devimon. Das geht aber erst mit Level 30. Reppermon braucht auch noch, genau. Und Ogemon auch. Scheiße. Ist hier was möglich? Hagurumon. Hagurumon. Level 18. Okay. Level 18. Und die anderen sind alle. Kühlermon vielleicht? Auch nicht. Gut. Würde es Sinn machen? Reppermon? Nee, okay, dann muss ich mit dem Team noch weiterkämpfen. Okay, okay, okay. So. Aber vielleicht nach dem Turnier müsste es ausreichen, dass ich irgendwen weiteres aufs Ultra-Level bringen kann. Yep. Auf geht's. Oh, Schokomon. Hippes Mädchen. Mein Schatz und ich sehen wild aus. Und in der Arena kämpfen wir auch wie die Wilden. Okay, shit. Kurz überlegen. Wechseln. Ich glaube, ich will dich auswechseln. Gegen. Du wirst ausgewechselt gegen. Moment, was war Schokomon? Schokomon war Erde. Dann will ich das. Dann will ich Quadracomon. Okay, du bist generell. Spare ich mir jetzt erstmal kurz die. Ach, schon wieder so tanky. Ich hätte es ja wissen sollen. Scheiße. Ach ja, weil du groß bist. Gut, okay, 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 okay. Machen wir den Stich. Okay. So viel dazu. Guter Start, ein sehr guter Start. Ich glaube, ich kann, bevor wir zwei kämpfen, kann ich noch mal ein Team, kann ich noch ein Digimon entwickeln. Hausfrau. Ich habe schon Kinder, aber diese Kleinen hier sind mein ganzer Stolz. Bitte sei nicht zu grob mit ihnen. Verspreche nichts. So. Ach ja, du bist neutral, so richtig. Nein, ich versuche das jetzt so wegzuballern. Ich versuche das nicht so wegzuballern, okay. Ja, klar, warum nicht? Na, es hat immer noch nicht gereicht. Das gibt's ja nicht. Komm, zack. Kimi ga ite kurete yokatta.
Oh, das gefällt mir mit den Erfahrungspunkten. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das vorhin richtig verstanden habe. Ich kann immer nur in Cups im Kolosseum kämpfen oder kann ich einfach so für Erfahrungspunkte im Kolosseum kämpfen? Nur die Cups, okay. Schade. Schade, schade, schade. Wieder ein neuer Typ. Ein Kerl wie ich macht keine halben Sachen. Die Muschel hatte ich früher mal als Sammelkarte. Da ist mir das erste Mal untergekommen. Weiß aber nicht mehr, wo ich die... Ah, ich glaube, die Sammelkarte gab es damals bei irgendeinem Kindergeburtstag, bei dem ich war. Logischerweise, als ich noch Kind war. Um das mal sicherheitshalber noch zu sagen. Und nur einmal machbar. Ja, okay, das habe ich verstanden, dass die Cups nur einmal machbar sind. Aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich außerhalb der Cups auch da kämpfen kann. Vielen Dank für den Hinweis. Gott, die sind alle so verdammt tanky, das nervt. Deswegen bin ich froh, dass dieser Nitro-Stich da scheinbar einen Bogen drum macht, um diesen Verteidigungswert. So, Feuer dürfte gegen Wasser schlecht sein, dementsprechend. Nehmen wir den schweren Schlag. Ach komm, das müsste jetzt zugehen. Ja. Holla. Ey, wenn das gut läuft, kann ich gleich mehrere zu Ultra-Digimon machen. Sweet. Aber ich befürchte, ich habe nicht die Datenspeicherkapazität in meinem Team. Amadillomon habe ich noch nicht gesehen. Verkäufer und willkommen. Und danke für deinen Besuch. Ob siegreich oder nicht, bitte komm in den Laden. Okay. Na, shit. Ich hatte gehofft, gegen Toy Agumon besser klarzukommen. Nope. Ich glaube, ich will Ken und Beamon austauschen. Na, du kriegst trotzdem hier mit dem Licht. Ja, das hat nicht funktioniert. So, dich tauschen wir jetzt mal aus. Ken und Beamon tausche ich gegen Clockmon. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich will, glaube ich, richtig angreifen. Ach, scheiße, jetzt habe ich die Verbesserung nicht gekriegt. Okay. Gelernt, gelernt, gelernt. Okay, okay. Lebt immer noch, verdammte Axt. So. Ich glaube. Ah, okay. Toy Agumon ist zumindest nicht dran. Das schützt schon mal Sistermon. Das heißt, ich will.
wir auf dich. Die sind so verdammt tanky, das lerne ich auch nicht mehr. Ja, komm. Das dürfte ja hoffentlich ausreichen. Ey, immer wenn ich denke, es reicht aus, reicht es nicht aus. Verdammt. Okay, ja, komm. Das muss ich jetzt mal wirklich erreichen. Ich glaube, das war gerade knapper als erwartet. Okay. Shit, okay. Der. Okay, der schwere Schlag. Shit, okay, dann greifen wir einfach an, um den Bonus zu kriegen. So toll, Agumon. Ich glaube, ich bin mal so frei und heile mich. No! Fertig. Shit. Ich hatte gehofft, dass ich. Mit irgendwem kann ich nämlich auch. Irgendwer hatte die Fähigkeit, Betäubungsteilung, aber wahrscheinlich habe ich den gerade nicht im Team. Boah, ich kann so viele Leute digitieren lassen. Für mich wirst du aber verlieren, oder? Nein. Oh shit, und sie ist schneller. Nein! Oh oh, Clockmon muss raus. Werd dir auch damit einverstanden, wenn ich euch niederbrenne. Wunderbar. Okay, ich gehe auf. Ich gehe auf Demi-Devimon, weil Demi-Devimon ist als nächstes dran. Hohoho. Das hat sich gelohnt. So. Du, lieber Clockmon, gehst jetzt aber leider raus. Und ich tausche dich ein gegen Rappermon. So, jetzt habe ich eigentlich mehr Vorteile als Nachteile. Ah ne, Verwirrung hätte ich hier mitteilen können. Okay. Ich will dich erstmal hauen. Bam. Es funktioniert richtig gut. Sehr schön. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich habe hier keine Lust, ständig immer wieder an der Verteidigung zu scheitern. Keine Gnade. Sehr schön. Oh, das.
Oh, das wäre super. Aber wenn es so weitergeht, kann ich auch Ogremon entwickeln. Es gibt ja mal richtig krasse Erfahrungspunkte. Denk nicht, dass das ein leichtes wird, nur weil du jung bist. Zeige dir, wie man als Arbeitnehmer leidet. Wow. Shit. Shit. Okay. Wir wollen den kleinen blauen Wolf raus haben, glaube ich. Kümmern wir uns erstmal um dich. Ach stimmt, ich hatte doch Bodenfähigkeiten. Egal. Shit. Riskier's mal und guck mal, was passiert. Daneben! Oh nein! Hochgepokert und verloren. Shit. Oh 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 oh. Musst du mal weiter heilen. Okay, versuchen wir mal, ob das klappt. Okay, hat nicht so viel Schaden gemacht. So, du bist jetzt doppelt so stark. Nicht doppelt so stark, aber du bist stärker. Jawohl. So habe ich mir das vorgestellt. So, und mit dir mache ich jetzt nochmal den Laser. Der hat aber auch eine schlechte Trefferquote. Du lebst immer noch, das ist unglaublich. So. Ich lerne es auch nicht, ich mache jetzt trotzdem nochmal den Laserstrahl. Ey, wie kann denn bei dem kleinen Wolf das ständig dazu unternehmen gehen? So, kann ich mit dir irgendwie alle treffen? Nein. So, dann mach ich dich platt. So, das ist ja hier die Bossmusik. Dementsprechend kann ich, glaube ich, hier jetzt hier volle Kanne, Susanne, draufknüppeln. So. Habe ich das eigentlich schon mal gesehen? Wir gucken es nochmal. Das kommt an den blauen Feuerstrahl nicht ran. Schade.
Okay. Ogremon kann ich leider nicht weiterentwickeln, aber alle anderen... Komplett. Ich war mir nicht... Also, mir ist aufgefallen, dass es regeneriert wird. Aber ich war nicht sicher, dass es komplett geheilt wird. Drehzusatz C. Was ist Drehzusatz C? Gut, das mit dem Komplettes werde ich mir merken. So, du hast es tatsächlich geschafft. So. Tada, hier ist ein Preis. Was kriege ich? Mut.D. So, ich digitiere jetzt nur schnell noch meine Digimon und dann können wir kämpfen. Quiz, wie nennt man ein Digimon mit roten Augen und ohne eigenen Willen? Hm? Ich nehme jetzt einfach mal Creepymon, weil Devimon und Lady Devimon werden wohl einen eigenen Willen haben. Creepymon. So, auf ins Digilab. Digimon digitieren lassen. Den Gold Cup, den mache ich am Donnerstag. Weil mein eigentliches Ziel ist immer grob so 2 Stunden anzupeilen für den Stream. Gerade für die Aufnahme für YouTube. Und deswegen, der Gold, von man muss sich ja noch steigern können. Am Donnerstag dann den Gold Cup. Und weil ich glaube, ich will da vorher nochmal bei der Mission ein bisschen weiter ackern. Die Vermissten suchen. Und dann den Goldcup machen. So, digitieren. Wen kann ich denn digitieren? Clockmon kann ich definitiv digitieren. Was? Ich kann ich immer noch nicht nehmen? Ach, Menno. Wie viel Angriff bräuchte ich denn noch für Clockmon? Oh. Okay. Das geht also wirklich nicht. Schade. So, okay. Und Nightmon geht... Tut weh, dass ich halt dafür so... Ich bräuchte halt einfach mal doppelt so viel Angriff fast, wie ich aktuell habe. Ich will aber kein weiteres Elektro... So, wir gucken mal, was die anderen können. Quadramon. Gar nichts. Ach nein. Scheiße. Okay. Geschwindigkeit 95 bräuchte ich. Wie viel hast du denn, Quadramon? Ja, okay, das ist absehbar, dass das kann ich machen. Quadramon bleibt also drin. Sister Cielmon. Sister Cielmon kann... Stimmt, wollte ich jetzt Lady Devimon machen? Was ist das eigentlich? Egal, das finden wir mal anders aus. Machen wir Lady Devimon. Moment, halt, nein. Ich kann Lady Devimon dafür nicht benutzen, weil ich brauche definitiv mehr Datei, Digimon. Rappermon. Wir gucken uns erstmal Rappermon an. Ah, hier haben wir eine Datei, Digimon. Sehr schön. Level 26. Gucken wir uns das mal an. Was bist du? Bist du Piximon? Du siehst aus wie ein Piximon. Du bist Piximon. So, was kann denn Piximon? Feenschutz. Erhöht bestehende Werteboni um 5%. Ja, okay. Ah, verdammt. Ich hab's befürchtet. Ich habe nicht genug Speicher. Nein. Ich glaube, Ogremon muss ich dann erstmal rausschmeißen, kurz. Ah, okay, also wir schmeißen Piximon jetzt erstmal raus, weil Ogremon will ich beibehalten, bis er... Ah, das ist gut zu wissen. Ogremon, fürs PvP ist das okay, aber trotzdem muss ich ja jetzt erstmal Platz schaffen. Ja, zack. So, Ogremon bleibt jetzt erstmal da. Zu was könnte ich Piximon denn digitieren lassen? Nur mal kurz gucken, was haben wir denn hier? Keine Ahnung, was das sein soll. Du siehst aus wie ein kleines Teufelchen. Ist das das Müllton-Digimon? Ich glaube, das ist Müllton-Digimon. Eieieiei, und alles so viel Fähigkeit. Ach ja, wäre ja dann auch... Wär, nee, das kann ich nicht, das Müllton-Digimon. Okay, das muss ich mir mal... 40 Fähigkeit. Ach du Schande, wie viel... Piximon hat wahrscheinlich gerade mal 10. 13, nah dran. Okay, Piximon fliegt raus. Oder? Moment. Ich muss kurz überlegen. Piximon.
Wir lassen erstmal noch wen digitieren. Sistermon. Ach nee, Pixelmon will ich drin lassen. Ich habe keinen. Habe ich irgendwie möglich. Nee, ich habe momentan auch keinen, der zu einem. Nee, die werden alle nur zu. Gut, gut, dann machen wir. Moment. Kurz mal nachdenken. Cordramon konnte ich zu nichts digitieren lassen, genau. Damit hätte ich ein Serum-Digimon. Wenn ich mich aber an ein Team erinnere, bringt mir eine Datei vielleicht auch nicht so viel. Moment, ich werf mal kurz eine Münze. Ich kann mich nämlich hier entscheiden. Zahl ist Lady Devimon und Kopf ist das mir Unbekannte. So, und es ist Zahl. Dann Lady Devimon. Ja, zu Lady... Ach halt, ich will vorher noch was gucken. Wie viel kriege ich dazu? Sistermon hat jetzt Fähigkeit 10. Wie viel hat es, wenn es fertig ist? Mal gucken. Oh, okay. Nee, wir gehen auf ihn. Weil dann ist der Gruppenspeicher nicht überfüllt. Wir gehen auf ihn. Lady Devimon kriegen wir noch früh genug. Oh mein Gott, ein Panda-Bär. Pandamon. Tierkolosseum erhöht den Schaden von Erdfertigkeiten. Ja, das hat sich nicht gelohnt, aber okay. Wir bleiben erstmal bei Pandamon, denke ich. Fähigkeit 20. Oh, das ist hier doch Leomon. Ich habe vergessen, welches wie es genau hieß, aber es ist... das ist eine Leomon. Ja, dann erkenne ich nicht, wer das sein soll. So, Pandamon. Ach so. 15. Es hat 5 Fähigkeit dazu gekriegt. Okay, 5 Fähigkeit dazu gekriegt. Es müsste natürlich noch Level. So, Cord. Klockmon, will ich Klockmon? Ich will kein weiteres Elektro-Dingsbums-Digimon. Gut, okay. Ich glaube, ich bin bereit. Ich bin bereit. Machst du wieder einen Raum auf? Oder soll ich dieses Mal? Devimon. Oha. Alles schon lange offen. Okay. Dann bin ich jetzt soweit. Ach so. Hier muss ich hin. Ach so, ich sollte... Muss ich das Feuer einstellen? Das Team? Oder kann ich erst eintreten und dann... und dann mein Team zusammenstellen? Ah, okay. Dann mache ich unter Kampfbox mein Team jetzt erstmal fertig. Die Werte und die Ausrüstung von Digimon, die in der Kampfbox können nicht verändert werden. Nachdem sie in der Kampfbox... Wenn du eine Gruppe registrieren möchtest, so... Sind die Digimon dann aus dem Dings raus? Also, kann ich da jetzt mit meinen Gruppen... Digimon rein? Oder werden die dann quasi aus dem aktiven Spiel entfernt? Also gesperrt, sage ich jetzt mal. Also ich kann sie dann trotzdem ganz normal im normalen Spiel benutzen. Nee. Frei hinzufügen, genau. Dieses Set wurde bereits angemeldet. Bitte löschen. Ja, okay. Ja, okay.
Ah, okay, das meinte das Ganze. Okay, okay, verstehe. Frei hinzufügen, ja, Set 1. Ich nehme natürlich die Digimon, die ich gerade entwickelt habe. Das heißt, Pandamon nehme ich damit mit. Jetzt haben wir die zwei Datei-Digimon. Dann nehme ich natürlich Cannon-Beamon noch mit. Nehmen wir Geogreymon noch mit. Ich versuche jetzt einfach mal noch ein paar zu nehmen, die ich noch nicht benutzt habe. Ice-Devimon nehmen wir noch mit. So, ich habe jetzt zwei Datei und drei Viren. Ey, ich habe echt einen Mangel an Serum-Digimon. Fällt mir gerade auf. Nehmen wir den noch mit. Hier noch, weil ich will tatsächlich die geschenkten Digimon will ich nicht mitnehmen. Das fände ich langweilig. Nehmen wir Kühlermon mit. Kühlermon hatte ich lange nicht bei mir. Cordramon, dann haben wir zumindest noch da was. Nee, ich gucke tatsächlich nicht nach den Level, ich gucke bloß nach den Typen. Ich versuche da so ein bisschen balanced zu sein. So, ich habe zwei Elektro. Ich habe drei Datei, drei Viren. Zwei Serien. Nee, vier. Vier Datei, drei Viren. Licht, Wind, Boden, Elektro. Das hatte ich gelesen, das hatte ich im Internet gelesen, dass auch die Spezialattacken wohl auch runtergedreixelt sind. Aber ja, wie gesagt, ich fände es jetzt auch doof. Ich will ja hier ein bisschen rumspielen, sage ich jetzt mal. Ach, nehmen wir noch Ogremon mit, und weil Ogremon ist cool. Ogremon und... Ich glaube, mit Cyclomon habe ich nie gekämpft. Aber nee, Cyclomon wäre ja quasi nur ein hässliches Ogremon. Nehmen wir Slimeflumon noch mit. Ja. Okay. Gruppe bestätigen? Gruppe anmelden? Ja. Okay. Muss ich dir jetzt auswählen? Nee. Okay, und jetzt gehe ich auf Netzwerkkampf und dann kann ich mir wahrscheinlich die Gruppe auswählen, nehme ich mal an. So, hier. Ich muss jetzt... So, gut, dann muss ich da mal kurz hochscrollen. Da ist der Code. Das war, glaube ich, Benutzer definiert. Um durchsuchen und... So... Genau, zack. Ach so. Nee, so. Und dann kann ich die Musik gleich machen. So. So. Ich... Kampf, jetzt... Jetzt muss ich Kampf machen oder dann will ich aus, korrekt? Korrekt. So. Genau. So. Hier wähle ich jetzt Z1 aus. Und... Was? Boss M oder R? Ich vergesse es immer wieder. Arcadimon? Ah, okay. Dann gegen Arcadimon. Mit Einstellung beitreten. Also so jetzt alles richtig. Gut, dann... Let's go!
Oh mein Gott, ein neues Team, wenn ich das richtig sehe. Cool. Moment. Sind das spezielle Formen mit den Krönchen? Okay, was haben wir denn hier? Kerpimon? Sistermon sehr erwachsen. War das die vom letzten Mal? Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Ich glaube, das war doch eine andere Sistermon, oder? Bilde ich mir das jetzt gerade ein? Das waren noch andere Sachen. So. Pandamon. Ach nee, ich bin Piximon. Piximon. Ich will die Grubenbombe sehen. Grubenbombe. Die Kronen, die machen mich fertig, weil ich über... Die hießen doch eigentlich Kerubimon. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob das hier eine andere Übersetzung ist. Oder ob das Tatsache an der Krone liegt. Dass die Kerpimon heißen. Nein, Piximon! Du warst noch so jung. So, Nitrostich. So, ich wäre natürlich doof, dass jetzt... So, wenn ich mich richtig... Nee, das war ein anderes Sistermon, was so scheiße war. Shit. Gehen wir trotzdem auf Sistermon. Tiernagel. Das fand ich cool. Oh nein, dieses Buffen. Das muss ich auch noch lernen, wenn man richtig bufft. Scheiße. Okay. Ich muss das kurz riskieren. Ich riskiere das mal. Yes! Fertigkeiten. Tiernagel. Wenn mir gerade auffällt, ich hätte das wahrscheinlich gegen den Healer machen sollen. Egal. Moment! Hytera-Team, na toll. Aber jetzt heilen die sich auch automatisch, sehe ich das richtig? Oder ist das ein Item? Ich habe mich noch nicht mit den Items, mit der Ausrüstung beschäftigt, weil ich glaube, das war, ist wahrscheinlich die Fähigkeit von Kerpimon. Gut. Oh nein! Weil ich diese hohen Zahlen gesehen habe. Oh nein. Okay. Dann muss ich jetzt den Nitro stecken. Ich muss mich jetzt auf einen konzentrieren. Vor allem, ich habe zwei Digimon. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Auf mehrere gleichzeitig. Und vor allem mit dem Tiernagel ist es sinnvoller, den hier anzugreifen. Oh, ich liebe diesen Angriff. Sieht so cool aus. Albtraum. Ja gut, das war Cannonmon. Cannonbeamon liegt da wie ein kaputtes Spielzeug. Und ich glaube, das war Pandamon. Oh, das sieht auch cool aus. Ich liebe, dass die Sistermon-Reihe scheinbar so komplett gar nicht in dieses Digimon-Universum passt. Oh nein, das ist eine Oh nein. Das ist eine Kombi. Toll. Schön. Wenigstens gleich alle tot. So beruhigend.
Was kannst du denn? Machen wir mal den... Moment. Gegen alle Gegner. Yes. Nehmen wir. Das macht nicht mal ansatzweise genug Schaden, um die Heilung auszugleichen. Das ist so, so traurig. Klebrige Klinge. Moment, mit irgendwas konnte ich hier, glaube ich... Die Chancen gefallen mir. Yes! Aber ich finde das eigentlich ganz witzig, weil du bist so extrem viel stärker, vor allem mit Ansage. Mit Ansage finde ich das in Ordnung. Und außerdem, ich bin gerade froh, dass ich hier mein Gamble mit den 10% gewonnen habe. Oh, super. Magischer Angriff, 40 Neutralschaden gegen einen Gegner, absorbiert 10% als SP. Sehr schön. Ach so, als SP. Das ist ja dumm. Nee. SP ist Quatsch. Okay, machen wir das. Oh, ich kann gar nicht. Ah. Ja, schade, schade, schade. Ich habe mir schon gedacht, dass ich nicht noch einmal gamblen kann. So, als nächstes ist wahrscheinlich Eisdevimon tot. Oh, Brazo. Ach, wie schön. Dreimal Imperial Dramon. Das Einzige, was mich halt an diesem Kampf ärgert, dass ich keine Scan-Daten davon kriege. Das wäre halt Gold wert. Aber wahrscheinlich haben sie es zu Recht nicht eingestellt, weil sonst könnte man das richtig böse cheesen, wenn ich raten müsste. So, will ich mal was anderes angucken? Nein, ich mit Geo Greymon gehe ich auf alle. Und mach gar keinen Schaden. Eiskralle. Das ist mein stärkster Angriff. Ja, komm. Mich irritiert ein bisschen, dass da kein Wert steht. Oh, der hat sich gelohnt. Es war zwar der einzige Angriff, den Eisdevimon machen wird, aber der hat sich gelohnt. Oh, und diese Angriffe sehen halt so cool aus. Ich weiß gar nicht, habe ich noch welche? Ach ja, doch, ich habe noch welche übrig. Ich habe noch Digimon übrig. Ich bin zufrieden. Also es läuft besser als beim letzten Mal, sagen wir es so. Wie? Warum hast... Oh, das tote Digimon... Obwohl, nee, die toten Digimon haben keine Fähigkeiten mehr, oder? Ah nein! Heilen! Scheiße, stimmt. Aber warum dann ein totes Digimon wieder aufs Feld holen? Das verstehe ich. Ich hätte gar nicht gedacht. Oh oh. Oh nein! Lass mich raten. Imperial Dramon kann wiederbeleben. In der Paladin-Form. Oh nein! Moment. Nee, okay, ich bleib bei der Meta. Oh nein, es kann wiederbeleben. Alle? Oh nein. Es ist leider eine mega coole Fähigkeit, aber oh nein. Oh nein. Ja, weil ich ja so viele Erfolgschancen hatte. Nee, ist klar.
Oh nein. Oh, das ist eine coole Fähigkeit. Das ist eine coole Fähigkeit. Entwickelt sich eigentlich dieses Imperialdramon Paladin-Form aus der Fighter-Form? So wie in dem einen Digimon-Film? Oder entwickelt es sich aus der Drachenform oder sogar aus Paildramon? Ich weiß nämlich nicht, wie die Reihenfolge da ist. Ob man vom Mega-Level quasi noch ein bisschen höher kommen kann. Also quasi die Paladin-Form ist ja quasi noch ein Zacken drüber. Wenn ich mich richtig erinnere, als Mega. Zwar nicht offiziell ein anderes Level, aber wenn ich das Konzept so verstanden habe, ist das ja eine Sonderform. Das würde mich mal interessieren, ob das ein normales Mega-Level-Digimon hier von den Entwicklungsstufen oder entwickle ich das aus einem Mega-Level-Digimon? Ich weiß nicht, ob das gerade Sinn gemacht hat, wie ich meine Frage formuliert habe. Ich hoffe ja. Oh nein, zwei Healer auf dem Feld. Das ist ja nun wirklich ein krasses Hytera-Team. Eieieiei. Komm, nimm mal die Napalmwolke. Erstaunlicherweise ist... Oh nein, scheiße. Nein, wie die zwei da tot rumliegen, das macht mich irgendwie traurig. Dann doch lieber das kaputte Spielzeug Cannon Beamon. Oh. Was ist die Sonne? Oh, das ist ja die Sonderform von oh Gott, wie ist es? Galantmon? Und das ist... Oh nein, das sind ja die richtig krassen. Das war doch die Weiterentwicklung, sage ich jetzt mal, von Diaboromon, das in der Mitte. Und ist das andere nicht Beelzemon? Aus Digimon Frontier? Schwarzer Regen, das klingt auch noch so cool alles. Ich mache drei Kreuze, wenn ich zumindest noch mit einem Digimon hier stehe. Nach der... Nein, natürlich nicht. Oh, Ogremon! Ich habe noch mehr Digimon. Warum habe ich noch mehr Digimon? Warum komme ich mit denen trotzdem nicht zum Zug? Oh, das ist halt wirklich ein fieses Team, muss ich sagen. Das ist krass. So. Wie heißt denn das wieder? Armageddomon. Aber das müsste doch die Weiter... Das war doch die Weiterentwicklung von Diaboromon, oder? Habe ich das falsch abgespeichert? Kaiserfaust. Es ist eigentlich wurscht, was ich jetzt mache. Das ist geil. Komm, nehmen wir die Kaiserfaust. Einfach was können. Lilithmon, genau, die zwei kenne ich auch. Genau, das war die Weiter. Und bei den anderen hatte ich da auch recht. Das eine war doch die Grani-Form von. Ich glaube, es ist Galantmon, was aus Gilmon wird. Und jetzt habe ich vergessen, wer der dritte auf dem Feld war. Ich hatte die doch alle drei benannt. Ach, Beelzemon, genau, Beelzemon. Aus Demon Frontier. Der Endboss, sage ich jetzt mal. Komm, knüppeln wir mal mit der Kaiserfaust. Nicht Beelzemon? Ja, ich konnte den Namen leider nicht lesen, weil irgendwie zu Tode gekommen bin, sagen wir es mal so. Sonnenstrahlen, Gaia-Element. Machen wir den Sonnenstrahl.
gegen Armageddon. Eine Sonnenblume gegen den Weltuntergang. Das hat sich gelohnt. Ach nee, Lucimon. Stimmt, es war Lucimon, nicht Beelzimon. Lucimon. Von Lucifer, ne? Es hat ja auch diese verschiedenen Formen. Von der Engelsform bis zur gefallenen Engelsform. Genau, Lucimon war das, glaube ich. Nicht Beelzimon. Lucimon. Okay, nehmen wir jetzt das Sky-Element. Guck mal das mal an. Ach schön, das ist nicht mal mehr dagegen effektiv. Egal. Ich will nur gucken, wie es aussieht. Oh, das geht daneben. Gut. Ja. Also wenn du jetzt nicht geheilt hättest, dann hätte ich ja voll gewonnen. Also das steht ja mal fest. Das ist unglaublich. Das ist halt so Overkill. Das andere Team war auch Overkill, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Team ist noch fieser, weil es halt ständig heilt. Und scheinbar jedes Digimon wiederbeleben kann. Ach wie schön, ich darf nochmal angreifen. Heiliges Licht. So, das ist Galantmon CM. Wofür steht denn CM? Egal. Ach, Crisis Mode. Okay. Noch ein Digimon, was mega nerven kann. Und das ist nicht in diesem Team. Krass. Alright, das war das. Na, ja, vielleicht beim nächsten Mal. Also ich werde auf jeden Fall am Donnerstag wieder Digimon streamen. Oh mein Gott, es macht halt irgendwie Bock, diese... Oh, es ist ein Filmfehler aufgetreten, nicht gut. Egal. Das war's für dieses Mal. Ah, okay. Gut, es hat ja auch keine Konsequenzen, weil im Prinzip man kriegt ja glaube ich nichts dafür, wenn ich das richtig gesehen habe, für... Oh, der Trainingsbefehl auf Farm 1 ist beendet. Sehr schön. Gibt uns hier die böse Hacker in Eden, stimmt's? Physisch böse nicht? Nein. So. Dann gehen wir hier mal kurz noch den nächsten Befehl. Ich bin mir übrigens nicht sicher, was die Befehle angeht. Hat das irgendwie... Hier steht ja Fähigkeit, aber hat das einen... irgendeine Auswirkung auf die Fähigkeitslevel, oder ist es einfach nur damit gemeint, dass es schneller levelt? Weil, da bin ich mir echt nicht so sicher, aber ich will, glaube ich, weiter ermitteln, um noch diese Spezialmodi zu kriegen. Digifarm Band. So. Ah, okay, gut. Dann werde ich, glaube ich, hier auch nur ermitteln, weil ich glaube, die Digimon auf der Farm kriegen, glaube ich, egal welchen Auftrag ich habe, Erfahrungspunkte, wenn ich das richtig mitbekommen habe. So, in letzter Zeit sonne ich mich so gerne. Mit Frau Sonne ist es am schönsten. Das klingt super. Ich würde gerne mal mitmachen. Mhm. Ja. So. Also am Donnerstag geht's dann weiter mit Digimon Story Cyber Sloth. Und ja, wir machen auf jeden Fall das Kolosseum. Gerne. Würde ich auch wieder... mit die machen. Kannst du gerne machen. Ich spiele es tatsächlich immer nur im Stream. Also, da bist du
in einem nicht zu beachtenden Vorteil, weil ich sag mal so, ich fand die Fortschritte teilweise gut. Vor allem bin ich sehr stolz auf diese 10% Todestreffer-Chance, die funktioniert hat. Das fand ich super. Also ich mache Fortschritte, habe ich das Gefühl. Also macht Spaß. Ich verliere gern gegen dich, sagen wir es so. Dementsprechend freue ich mich aufs nächste Mal. Ich bin auf jeden Fall am Donnerstag wieder hier, streame Digimon Story weiter. Und ja, jetzt mache ich hier wirklich mal einen Cut und verabschiede mich. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bedanke mich auch für die tollen Tipps und den tollen Kampf am Ende. Und ja, ich wünsche einen fantastischen Restabend und eine geruhsame Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.